Moinsen Mausis. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Sachen gekauft und unter anderem, also ich hatte irgendwie ein kleines YouTube-Tief, glaube ich, nachdem ich diese eine Woche jeden Tag einen Film rausgehauen hatte. Ja, da hat es dann irgendwie, da war es dann erstmal genug. Und dann kam dann noch der eine Tag von Fab40Style dazwischen. Und doch, wir haben ein ganz kleines Video gemacht, das aber unheimlich gut angekommen ist und eingeschlagen hat. Das war das Video mit dem Kanal über 40 suchen. Und da haben wir auch einiges zusammengekriegt. Und auch ich habe jetzt ganz viele neue Abos dabei von total interessanten Mädels. Also es ist echt klasse und war eine schöne Aktion. Hat mir gut gefallen. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin immer noch drunter schreiben, wenn ihr welche findet oder sowas. Es ist ganz einfach wiederzufinden. Einfach Ü40 eingeben, dann müsste eigentlich das Video schon gleich auftauchen. Und dann weiterhin ab in die Kommentare damit. Wir sammeln da immer weiter. Ist schon, wie gesagt, eine echt bannig lange Liste. Seid nicht böse wegen der Reihenfolge. Ich habe es immer einfach so nach und nach reingepackt, wie es kam. Und habe da keine Chronologie drin oder auch keine Wertung oder sowas. Ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, das alphabetisch zu sortieren. Ich habe es einfach nur reingehauen und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ja, wie gesagt, es kam immer so nach und nach mal etwas, was ich dann gekauft hatte und die Sachen habe ich jetzt hoffentlich alle so zusammengekramt. Jetzt bin ich vor allen Dingen deswegen ungeschminkt, weil ich gestern ein Make-up gekauft habe. Das zeige ich euch erstmal nur von da, weil ich da einen Clou zu erzählen habe. Und ich sag euch jetzt einmal, was ich im Gesicht habe. Und zwar habe ich, geht jetzt also schon gleich mit den neu gekauften Sachen los. Ja, habe alles da. Ah ja, hier, das wollte ich euch zeigen, hat mein Schatzi mir gestern mitgebracht, weil es meine Farben sind und weil es Toffee-Popcorn ist. Ich mag doch Karamell so gerne, ist ja nicht süß. Ja, das erstmal dazu. Ich finde schon allein die Verpackung niedlich, aber klar. Vielleicht kann man da auch nachher noch Pinsel reinstellen. So, ich war bei Rossmann vor 10 Tagen oder sowas und habe von Rival de Loup ein Intensivserum gekauft im Betreff Regeneration für fettarme Haut, aufbauende Pflege, Frischzellen aus dem Kürbis-Lipid-Komplex. Und zwar ist ja jetzt der Herbst dann doch eingezogen und es ist ja nun allgemein so, dass wir im Sommer mit feuchtigkeitsarmer Haut zu kämpfen haben. Und im Winter können wir ja ganz gut ein bisschen Fett vertragen und das ist wie gesagt ein Serum. Ein Serum soll ja normalerweise etwas tiefer in die Hautschichten eindringen und dann kommt ja, nachdem das eingezogen ist, eine normale Creme drüber. Ich mache es nicht immer. Also es steht jetzt auch drauf, sie können zusätzlich auch, die können zuätzlich ihre Rival de Loup Regeneration Tages- und Nachtcreme verwenden und so weiter. Man kann es wohl auch alleine benutzen, man kann auch die Cremes alleine benutzen und heute hatte ich ein bisschen Zeit und da habe ich beides benutzt zur gleichen Zeit und ja, riecht nicht so lecker wie das Gelbe, das ich von denen habe. So, kostet sonst um die 4 Euro, war im Angebot 1,99 und weil das im Angebot war, habe ich mir dann gleich die passende Augencreme dazu mitgenommen. Auch Regeneration, reichhaltige Augencreme mit Frischzellen aus dem Kürbis und einem Lipidkomplex ist eine reichhaltige sowie Feuchtigkeitsspende, ich denke, naja. Intensivpflege, die für die Bedürfnisse der sehr trockenen Haut entwickelt wurde. So, reichhaltige Augencreme, fettarme Haut, ebenfalls Frischzellen aus dem Kürbis, Lipidkomplex. Dann gab es lustigerweise wieder ein Angebot und zwar diese beiden zusammen. Ich kaufe momentan sehr viel Diadermin, ist mir aufgefallen. Die waren früher immer so teuer, die sind im Moment total günstig. Die waren so zusammengepackt, und da kosteten die beiden zusammen 3,99 und normalerweise kostet ja eins von denen schon irgendwie eigentlich um die 10 Euro, dann bei Rossmann so um die 6. Da machen sie ja manchmal schon noch ein Angebot draus, dass du dann nur 3 oder 4,99 bezahlst und jetzt in diesem Falle gab es halt 3,99 für beide. Und dabei ist halt die Tagespflege eine Lift und H2O Ultrastraff, eine Antifalten Tagespflege mit Ultrastraffeffekt mit Kollagenaktivator. Und intensive Feuchtigkeit, Hydrointensivkomplex. Und die ergänzende Nachtcreme Lift in Nutritiv, also ich zeige euch das einmal, Ultrastraff, eine Antifalten Nachtpflege, Ultrastraff-Effekt, Kollagenaktivator und Pflege und Regeneration Biolipidkomplex. So, ist für die Altersentsprechung 30 bis 50, schnell einziehen und nährende Feuchtigkeitspflege, duftet ganz lecker. Ja, ich nehme sie im Moment. So.
Obendrauf habe ich mir dann noch ein Silky Face Fluid gepackt. Ich wollte eigentlich so ein bisschen Schimmer haben, aber die schimmert nicht ganz so stark. Das ist die aus der P2 Far East So Close LE in Delicate Skin. Das schimmernde Fluid verleiht der Haut an zarte Strahlen und setzt tolle Akzente auf Gesicht, Hals, Schulter und Dekolleté. Also ich muss sagen, da habe ich Cremes, die mehr schimmern. Ich denke ja mal, dass das dem nachempfunden sein soll, was ich... Moment. Wo habe ich euch? Da habe ich euch. Hier diesen Perfect Face Make-up Base und da gab es ja auch die Dresscode Happy. Das muss auch sowas ähnliches sein, auch von der P2. Die kopieren sich ja ganz gerne alle gegenseitig. Ja, sogar innerhalb der eigenen Linie. Also. Ja, das habe ich also alles schon im Gesicht. Die Creme jetzt noch nicht, die kann ich, also die Augencreme habe ich noch nicht drauf, die kann ich aber auch nachher noch auftragen, wenn ich selber möchte. Das ist das Make-up-Zeugs. Einen Tipp wollte ich euch geben. Bei Müller war ich gestern kurz. Ich habe in der letzten Woche bei Müller geguckt und habe nach Büchern gekrabbelt. Die hatten da so einen ganz kleinen Metallkäfig stehen mit reduzierten Büchern. Und da hatte ich eins gefunden schon und habe mir noch ein anderes durchgelesen. Und dann ging mir das die ganze Woche nicht aus dem Kopf, bis jetzt, gestern. Und wir kamen da vorbei. Ich sage, Mensch, Schatz, können wir da vielleicht ganz kurz einmal dran vorbei und sowas. Ich flitze auch ganz schnell rein. Und der ganze Korb war total durchwühlt und es waren vielleicht von allen, die doch da waren, ich sage jetzt mal 12 Bücher da. Und das hat auf mich gewartet, allen Ernstes. Ich habe es gestern schon Nadine erzählt. Das ist wohl ein ziemlich, ja, ich würde es für strange, für eigentümlich halten. Also es ist ein bisschen durchgeknallt, denke ich. Eine Wettfahrt zu den Shetland-Inseln? Warum nicht? Maxwell weiß, dass es Zeit ist, sein Leben zu ändern. Da kommt so ein kleines Abenteuer doch wie gerufen. Doch die Fahrt zum nördlichsten Punkt des Königreichs entwickelt sich mehr und mehr zu einer Reise in die dunkelsten Ecken seiner Vergangenheit. Klar, lustig, leichtfüßig und rührend einen mächtigen Sog entwickeln und dabei doch auf geradezu heimtückische Art ernsthaft. Spiegel Online. Ich fand das total niedlich, das fängt hier vorne schon auch an. Es ist Valentinstag, doch nie zuvor hat Maxwell sich einsamer gefühlt. Seine Frau hat ihn verlassen, seine Jugendliebe hält ihn für einen bemitleidenswerten Verlierer und auch seine 74 Facebook-Freunde können ihm nicht helfen. Da kommt das seltsame Angebot, zu einer Wettfahrt oder an einer Wettfahrt zu den Shetland-Inseln teilzunehmen, wie gerufen. Voller Hoffnung macht er sich mit Emma, seinem freundlichen Navigationsgerät, auf den Weg, doch die Fahrt zum nördlichsten Punkt des Königreichs entwickelt sich zu einer Reise in die dunkelsten Ecken seiner Vergangenheit. Also ich bin mal sehr gespannt drauf. Es gibt ja so lustige Bücher, das ist jetzt von Jonathan Coe. Der hat wohl vorher schon eins geschrieben, Der Regen, bevor er fällt. Und das hier heißt jetzt Die ungeheuerliche Einsamkeit des Maxwell Sim. Und ja, bin mal gespannt. Erste Seite habe ich gelesen, die war schon gut. Ich finde solche Bücher im Moment ganz witzig. Ich hatte von dem David Safire oder Safir oder wie auch immer er heißen mag, ein Buch gelesen, da ging es um eine Frau, die irgendwas mit Karma. Irgendwas mit Karma hieß das. Müsste jetzt eigentlich hier auch stehen, oder? Ja, da, Mises Karma. Da ist es. David Safire, Mises Karma. So, das hatte ich schon mal gelesen und dann habe ich es verliehen. Ich weiß auch nicht mehr an wen und es ist auch nicht zurückgekommen. So, das war's. Weg war's und dann habe ich. Hier steht auch gerade, nach dem sagenhaften Erfolg von Mises Karma, der zweite Roman von David Safir, nennen wir ihn jetzt mal. Wobei Sapphire ist ja auch cool, ne? Lu Sapphire. Ist da auch Lucifer, ne? Das habe ich jetzt auf dem Flohmarkt gefunden. Lustigerweise, es das heißt also, Jesus liebt mich. Und das wollte ich mir schon mal kaufen. Da bin ich irgendwie durchs Querlesen, wahrscheinlich über das miese Karma rüber. Zum miesen Karma wollte ich euch noch sagen. Eine Frau stirbt und wird immer wieder geboren als Ameise und so weiter. Und dann muss sie sich immer wieder hochrackern, bis sie ein ordentliches Tier wird und irgendwann mal aufsteigen kann. So. Und hier geht es jetzt darum, Marie hat das beeindruckende Talent, sich ständig in die falschen Männer zu verlieben. Kurz nachdem ihre Hochzeit geplatzt ist, lernt sie einen Zimmermann kennen. Und der ist so ganz anders als alle Männer zuvor. Einfühlsam, selbstlos, aufmerksam. Dummerweise erklärt er beim ersten Rendezvous, er sei Jesus persönlich. Zunächst denkt Marie, dieser Zimmermann habe nicht alle Zähne an der Laubsäge, doch bald dämmert ihr, Joshua ist wirklich der Messias. Und Marie fragt sich, ob sie sich diesmal nicht in den falschesten aller Männer verliebt hat. Eine göttliche, liebreizende, durchgeknallte Komödie mit allem, was dazugehört. Verschenken Sie es an jemanden, der Sie liebt oder den Sie lieben. Also da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Das sind so Sachen dann für jetzt für den Leseherbst und sowas. Da freue ich mich schon ziemlich dolle drauf. Habt ihr auch ein Buch liegen, auf das ihr euch freut?
Ja, da muss man Bock drauf haben, schönen Cappuccino dazu und dann ab in die Decke oder ab unter die Decke und dann geht's weiter. So, das waren die Bücher. Wie gesagt, das hatte auf mich gewartet. Das fand ich ganz toll. Ich bin bei Budni gewesen. Schatzi war beim Friseur, dann bin ich bummeln gewesen. Und stehe vorne an der Kasse, war nämlich schon wieder auf dem Weg nach draußen. Und da sehe ich das hier. Das ist ein T-Sieb. Teestab mit Filter, mit Trichter für ein schnelles und sauberes Füllen. Kann bis zu 4 Teelöffel Tee speichern. Klappbare Kappe, dadurch einfach zu reinigen, vor Gebrauch spülen. Da macht ihr die Kappe oben so auf. Da, also ich habe es mir auch noch nicht angeguckt, das ist ja noch zu. Und das kann da eben so dementsprechend gefüllt werden. Das war von 2,99 auf 2 Euro reduziert. Und im Herbst trinke ja sogar ich dann auch mal ein Teechen. Und es gibt ganz häufig so schöne. Da unten ist ein bisschen kaputt. Es gibt ganz häufig so schöne Teesorten, so Marzipan oder sowas. Die sind dann halt lose. Oder wenn man mal in so ein Teegeschäft geht, das ist ja auch alles nur loser Tee. Und dann gibt es da so tolle Kombinationen. Und da hatte ich dann immer so ein Teeei. Und dann später hatte ich so einen Teelöffel, so einen, den man so auseinanderdrücken kann. Und immer habe ich verbrannte Finger oder ich schütte mir alles über die Finger drüber oder was weiß ich was, es ist eklig oder ich habe da doch irgendwelche Dinger in meinem Tee drin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte sein, dass das damit nicht ist. So, das werde ich dann ausprobieren, kann ich euch was zu erzählen. Ich finde das lustig und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfacher zu reinigen ist als so ein olles Teesiebei. Denn ja, schon allein mit der Spannung und so. So. Ja, das wollte ich euch erzählen, warum Müller. Bei Müller an der Kasse vorne gab es diese Sachets, sage ich jetzt mal, ihr persönliches Tester-Set, das hatte ich noch gar nicht gelesen. Ein Make-up wie für Sie gemacht, passt sich Ihrem individuellen Hautton an, finden Sie Ihr Perfect Match. Le Teint Perfect Match. Habe ich dann erstmal nur so mitgenommen. Hier hinten steht drauf, in 3 Schritten zu Ihrem perfekten Teint, grundieren und verfeinern, dann kaschieren und perfektionieren, Perfect Match Concealer und unten mattieren und fixieren. Nun passt das da natürlich nicht alles rein. Ich habe jetzt eben dann erstmal reingeguckt, was überhaupt drin ist und war angenehm überrascht. Und da ich sowieso gleich nochmal nach Arnsburg möchte, werde ich wohl da nochmal auftauchen in der Hoffnung, dass da noch so ein Päckchen ist. Da sind nämlich jetzt 3 verschiedene Pröbchen drin in den verschiedenen. Heller Hauttyp Rosé Vanilla, dann mittlerer Hauttyp Beige und dunkler Hauttyp Golden Amber. Und das ist so, wie sie das mit den Lippenstiften gemacht haben, immer einem Model zu sortiert. Oder ist es ein Secret Angel? Nee, Eva Longoria ist Schauspielerin, Heike Makatsch und Laila Bekti wird wohl auch eine Schauspielerin sein. So, und da kann man sich dann tatsächlich mal durchprobieren, was dann zu einem passt. Das finde ich super, die Idee. Aber können wir heute nicht ausprobieren, weil, jetzt kommen wir schon zu dem, was ich euch zeigen wollte, ich gestern bei Rossmann war, Schatzi hat was vom Chinesen geholt und nebenan haben die Budni und Rossmann. Bin da mal weg. Und da hatten die im Grabbelkörbchen, in der letzten Zeit hatte ich nie besonders viel Glück mit den Grabbelkörbchen, nur die Oktoberfest-LE ist jetzt ausverkauft und die hatte mich eh nicht angesprochen. Und da sehe ich von Max Factor die Second Skin Foundation mit dem Master Touch Concealer von Max Factor, der da gratis mit zugepackt ist, in 0,70 Natural für 5 Euro statt 16,78. Woher ich den Preis weiß, weil er den nämlich erst 16,95, weil er mir dann erst abknöpfen wollte. Ich sage, nein, ich sage, so viel wollte ich gar nicht bezahlen. Also hier, da haben wir Second Skin Foundation 70 plus. Ja, 0,70 und Master Touch Concealer in 3,03. Und das wollte ich jetzt mit euch zusammen auftragen. Es gab noch einen Bronzeton, aber ich bin im Moment sowas von blaselig blass. Ich bin ja auch nie so richtig braun geworden diesen Sommer über. Benutze jetzt natürlich auch immer schön hohen Lichtschutzfaktor und von daher, was soll's. Das ist nochmal doppelt eingepackt. Hier auch nochmal schön hygienisch. Perfekte Abdeckung, die praktisch unsichtbar ist. Haben die sich da nicht gerade ein bisschen widersprochen? Und au! Aua. Ich habe gestern, da war ich total überrascht, über den Blogger-Newsletter etwas gewonnen offensichtlich. Und zwar, da bin ich noch am Testen, von Max Factor X CC Color Corrector Corrects Redness. Und wer mich kennt, weiß ja, dass ich diesen grünen Stiften sehr kritisch gegenüberstehe.
Und wenn ich mal eine Review mache, weiß ich nicht ganz, ob die von dem Ergebnis auch wirklich was hören wollen. Ich habe mich da gestern schon mal mit angemalt und sowas und ich, wie gesagt, ich habe da so meine, ja, meine Erfahrungen mit Grün. So. Und ich glaube, die teile ich mit vielen da draußen. Nichtsdestotrotz habe ich mich gefreut, vor allen Dingen, weil es so eine schöne Überraschung war und fand ich toll. So, aber erstmal nur bedankt, noch nichts dazu geschrieben und will das ein paar Mal. Ich hatte es ja jetzt sowieso schon ausgepackt, konnte kein Unboxing mehr machen und habe gedacht, jetzt teste ich es einfach erst und mache dann später eine Review. So, jetzt gucken wir uns das Max Factor einmal an. Ihr seht, ich bin käsig. Tja, jetzt bin ich sehr gespannt. Das scheint zum Glück wirklich keine ganz so dunkle Farbe zu sein. Und da wollen wir jetzt mal schauen. So sieht es hier aus. Jetzt habe ich natürlich sehr viel. Machen wir mal so, Moment. Jetzt habe ich so viel, dass ich euch das Verswatchen gar nicht mehr zeigen kann. So. Also ihr seht, das scheint sich wirklich direkt mit dem Hautton zu verschmelzen. Da haben die wohl schon recht. Entschuldigung. So, ich mache das dann gewohntermaßen mal einmal mit den Händen wieder. Bin momentan ein bisschen von dem Foundation-Pinsel weg, aber alle anderen benutze ich immer noch total begeistert. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt aus dem Sortiment gehen oder was. Also man sieht gleich ein bisschen frischer aus, ne? Es ist jetzt keine Hammer-Deckkraft. Aber Deckkraft ist ja meistens gar nicht mehr so gut. Ich mache in letzter Zeit sehr viel mit Concealer, muss ich sagen. Ich habe hier mein Löscherbaby in der letzten Zeit echt benutzt. Dieser blöde Löscher ließ sich nämlich oben nicht drehen. Die musste mir aufbrechen praktisch. Und dann bin ich immer mit dem Concealerpinsel da reingegangen und später jetzt mit dem Schaschlikstäbchen. Und da bin ich jetzt wirklich am Ende. Und der war jetzt gut, da stand keine Farbe drauf. Ich weiß aber inzwischen, dass es zwei verschiedene Farben gibt. Ich kann euch aber nicht sagen, welcher das hier ist, weil die haben es mal. Vielleicht haben sie später erst angefangen, zwei Farben herzustellen oder sowas. Auf dem steht jedenfalls nichts drauf. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr viel mit Concealer gemacht und fast nur Concealer hier rumgetragen und so weiter, weil mir aufgefallen ist, dass jetzt, wo ich älter geworden bin, mit den Foundations nicht mehr so gut klarkomme, weil die hier einfach alles zusetzen. Und da kommst du mit einem Pore Minimizer und Filler und was weiß ich und das bringt auch nichts. Dann legt sich nur das Make-up auf die Dings und dann sieht das noch schmierig aus und es ist alles suboptimal. Das gefällt mir im Moment alles nicht so richtig gut. Das jetzt gerade finde ich nicht schlecht, wird aber jetzt noch eine einmal drüber schichten. Ich finde das nicht schlecht. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Machen wir noch mal ein bisschen was. Das ist auch wirklich ein guter Ton. 0,70 Natural steht da. Es gibt ja auch dieses 3 in 1 Flawless und so weiter von denen. Das schwört meine Mutter zum Beispiel so drauf. Die hat wohl dieses Problem mit den Poren nicht so. Weiß auch nicht. Achso, das wollte ich eben sagen. Weil ja die meisten, die stark decken, einen hohen Puderanteil haben. Und mit dem Puder kommen natürlich auch diese, ja, das, was ich eben nicht so mag. Man sieht gar nicht so geschminkt aus, aber hat trotzdem was drauf. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Ne? Hallo, 5 Euro. Catrice ist inzwischen teurer. Von Catrice höre ich ja auch im Moment so viele unterschiedliche Sachen. Ich habe noch gar nichts von denen. Obwohl ich jetzt schon vor allen drei Make-ups mal vorgestanden habe. Aber ja, die Reviews, die ich immer alle sehe, die sind sehr unterschiedlich. Und deswegen, dafür sind mir 8 Euro auch wieder zu viel. Für 8 Euro kriege ich schon wieder eine ordentliche BB-Cream und so weiter. Meine geliebte L'Oreal Matte BB-Cream, mit der komme ich momentan auch überhaupt nicht zurecht. Die habe ich schon wieder weggepackt von hier, damit ich nicht in Versuchung komme, die zu benutzen.
Also von daher ist das jetzt im Moment eine gute Sache. Jetzt bin ich natürlich noch gespannt auf den Concealer. Der ist auch schön hell. Under Eye Concealer. Wird doch schon wieder ein bisschen länger, ne? So, und der ist zum Drehen. Nun wollen wir mal hoffen, dass der auch mitspielt. Hat so eine Schaumstoffspitze. Jetzt seht ihr eher, ob ich veräppelt werde oder nicht. Ich habe nämlich echt über so ein Glück. Glaub mir, Schätzelein, ich krieg's irgendwie raus. Mein Matt macht dich fertig. Da. Da kommt was. Der. Auch nicht ganz so dunkel, das finde ich toll. Das ist wirklich eine richtig super Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob es nur jetzt dieser eine Rossmann war oder ob die momentan alle was rausschmeißen. Ansonsten ist natürlich der Sprung von 17 Euro auf 5 für ein Doppelpaket echt der Hammer. Wobei die jetzt kürzlich noch ein Doppelpaket rausgeschmissen haben und ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe ja die Lash Princess, dann habe ich sie mir gekauft mit dem, ihr seht es jetzt schon, mit dem Eye Pencil hier zusammen, Eyeliner Pen. Dann habe ich die gekauft für eine Freundin, habe die verschickt und dann sagte irgendjemand, ja, ich habe schon gesehen, die ist im Ausverkauf. Ich sage, hä? Ich sage, 3,29 ist doch schon super günstig. Nee, die gibt es auch, man hätte das auf Instagram gesehen, die gibt es auch jetzt im Ausverkauf und ich habe tatsächlich noch eine erwischt bei dem Rossmann, bei dem besagten, für 1,65. Ja, Backup, lasse ich schön liegen. Ne? Enttäuscht bin ich von der, die ich mit dem schönen Manhattan Eyeshadow zusammen gekauft habe. Mit dem hier, das war ja auch dieses schöne Doppelpack. Das ist die Manhattan Supreme Lash. Ich kann sie ja gleich auftragen, wenn ihr mögt. Clump Free Volume and Care with Arganöl. Ja, okay, klumpfrei. Hätte ich vielleicht drauf kommen können. Andererseits wollte ich ja unbedingt den hier haben. Ich mag es ja verklumpt. Ne? Ich mag es ja gerne, wenn es unten sehr dicht ist an den, zu den Wimpern hin, sagen wir jetzt mal. So. Jetzt nehmen wir mal das Concealerchen. So. Mädels, ihr Jüngeren, ich frage mich immer, warum ihr, wo ihr gar keine Augenschatten habt und nichts, euch immer so richtig Augenconcealer und sowas, Abdeckcreme draufknallt. Das macht die Haut alles nicht besser. Je mehr ihr dran rumzuppelt, also ich nehme jetzt seit, wie lange mache ich das jetzt hier? Seit anderthalb Jahren Lidschatten. Und seitdem, vorher Concealer, alles und sowas immer benutzt, seitdem ist meine Haut hier oben drauf wirklich schrumpeliger geworden. Also ich habe das Gefühl, sie war am Anfang nicht so schrumpelig, wie sie jetzt ist, durch das ganze Auftragen und hin und her schieben und so weiter. Und fangt damit doch nicht jetzt schon an. Warte doch. Mann, wollte ich schon so oft, ich will es immer wieder unter die Videos schreiben, dann denke ich mal, oh, jetzt mach hier nicht einen auf Mama oder so oder auf Oma. Aber ich wollte es auch einmal in einem meiner Videos angesprochen haben. Total natürliches Ergebnis. Jetzt machen wir hier nochmal was auf meine Teststelle. Daran sieht man hier mal am besten, ob es abdeckt oder nicht. Da sehe ich auch immer am schnellsten, wenn ich jetzt kaputt bin oder sowas, wenn ich shoppen bin oder so, dann fällt das da mal alles als erstes ein, dann wird es rot und so und dann sehe ich sehr fertig aus, doch grau und was weiß ich. Also Mädels, ich muss sagen, ich bin davon gerade relativ angetan. Das ist jetzt kein Zauberkram, wo ich sage, oh, das nehme ich jetzt nur noch. Aber ich bin von dem Ding an sich, gerade für den Preis, sehr angetan. Deckt beim zweiten Mal, finde ich jetzt gut. Dafür habe ich gerade den, nee, da ist er. Also schon alleine mit dem Concealer, der Master Touch Concealer alleine kostet doch schon 7, 8 Euro oder sowas, ne? Also das, da habe ich wohl nichts falsch gemacht, glaube ich. So, jetzt hatte ich mir eben nebenher hier schon was hingelegt, also dazu hatte ich euch auch schon erzählt, den NYX Wonder Pencil in dem großen Holly Hall, habe ich es genannt. Video, das ich euch kürzlich hochgeladen habe, als ich mit Fab4Design unterwegs war. Ist, glaube ich, eines der wenigen Sachen, die ich jetzt noch
Ja, der Blush ist nicht mehr da. Ich wollte nämlich erst ein paar. Ja, das andere geht auch weg. Ja. Also eins der wenigen Teile, die ich von dem Ausflug damals noch habe. Es ist übrigens wieder Pony-Time bei mir. Ich habe gestern gerade mal wieder kurzerhand einen Pony geschnitten. Männer waren nicht sehr begeistert. Der macht das ja nicht so gerne, wenn ich Pony trage. Aber ich finde immer, wenn ich einen Pony habe, dann habe ich mehr Möglichkeiten. Dann kann ich es hochtragen, runtertragen und so weiter. Ich nehme den Perfect Color P2 Lip Liner Party Vamp 040, weil ich gleich einen leicht blaustechigen Lippenstift auftragen möchte. Und bin eigentlich schon viel zu weit. Ich wollte euch noch was anderes zeigen. Aber dann machen wir es jetzt mal so. Von Astor, die 436, die ich total schön finde und gerade wieder entdeckt habe. Soft Sensation. Ja, ihr wisst ja, Pearl, ne? Er ist blaustichig, obwohl er jetzt eigentlich mehr bräunlich aussieht. Nüpp. Das habe ich mir noch geholt. Tropical Orbit. Einfach mal was Fruchtiges jetzt zwischendurch. Das habe ich mir geholt. Rubinlicht 1,45. 18 Duft-Teelichte. Lebkuchen. Hammer. Hole ich mir, glaube ich, heute nochmal was. Gleich aufschreiben. Haare. Ja, kann ich mir auch gleich. Muss man stehen. Ich schreibe hier immer nebenher auf, was mir alles noch so einfällt, was ich noch mitbringen möchte. Stift ist weg. So. Total lecker. Ich habe kürzlich ja von Candy Candle, wollte ich, wie heißen die? Yankee Candle, ja so ein paar Sachen mitgenommen. Und im letzten Jahr fand mein Mann diese Tarts total klasse. In diesem Jahr hatte ich dieses rote Tarte benutzt, irgendwie Weihnachts Candy Lane oder sowas, so eine Weihnachtsstraße in London oder so soll das sein. Gar nicht. Ist ab in den Keller verbannt worden, da darf ich das anmachen. Das mache ich manchmal so, um den Keller aufzufrischen. Da sind auch mal alles Räucherstäbchen da unten. Und ich habe aber diese Lemon Lavender, die habe ich von dir, ne? Die habe ich von Fab 40 Style bekommen. Und die habe ich in meinem Wäscheschrank stehen und die duftet. Oh, wenn ich die nochmal finde, die kaufe ich ja sowieso auf jeden Fall nochmal. Die ist so lecker. Also das wäre, ich kaufe nun keine Kerze für 25 Euro, da würde mein Mann mir echt, ne, wahrscheinlich die Tür weisen. Aber das wäre ein Duft, wo ich sagen würde, da kann ich mir einen ganzen Pott von hinstellen. Also echt geil. In so einem Lavendelton. Und die ist so lecker. Ja, die wird also auch nicht angezündet, soll das heißen. Und deswegen müssen jetzt so kleine Lebkuchen, Teelichter her, in der Hoffnung, dass die gut schnuppern. Letzte Woche waren wir in Hamburg unterwegs und einmal sind wir an dem Einkaufscenter vorbei, am Elbe Einkaufscenter haben wir und Alster Einkaufscenter. Aber Elbe ist für mich noch schlechter zu erreichen, also war ich im Alster Einkaufscenter. Und da haben die diverse schöne Läden, aber der einzige, wo ich immer als allererstes, weil ich immer nicht so viel Zeit habe, hinstürze, ist natürlich Kiko. Und da hatten sie erst eine tolle Palette, die war im Ausverkauf für 5 Euro und da waren vier schöne Dings drin, aber einer, der wäre jetzt nicht so gewesen, dafür wäre es natürlich günstig gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann hängen geblieben an einer, die nennt sich Color Fever 100 und die habe ich geswatcht und die andere wollte ich vor allen Dingen wegen einem Rosaton haben und dann hatte ich noch eine andere, noch so ein Doppelding für 6,90 Euro, das hätte ich schon fast gekauft. Und dann habe ich aber die hier gesehen und die zeige ich euch jetzt mal im Swatch. Habe ich sogar schon benutzt. Ich. Guckt euch die mal an. Ist die schön. Die habe ich geswatcht und habe gesagt, okay, da wusste ich nicht mal, was sie kostet. Die habe ich wirklich, das kommt ja ganz selten bei mir vor, direkt eingepackt. Butterweich. Ihr seht das schon. Hier, guckt mal, wie sich das so, ne, verteilt. Da. Und mit so einem schönen, ja, Glitzer, Glimmer, Glanz, leichtes Rosé. Da.
wie soll ich das nennen? Das ist so ein braun-lila Ton irgendwie. Also es sah auch im Laden ein bisschen anders aus als nachher. Das hier sah auch mehr braun aus, aber da sind lila Punkte drauf. Meine Herren, die war wirklich, oder die ist wirklich wunderschön. Bloß glaube ich eigentlich, dass ich die jetzt heute gar nicht benutzen wollte, oder? Will ich die benutzen jetzt? Kann ich eigentlich machen, ne? Komm. Wo sind meine Schätzchen? Ich habe mir übrigens bei Budni solche Kästchen gekauft. Davon stehen jetzt hier 6 Stück. Und das sieht im Moment ganz gut aus. Also ich habe immer ja geguckt, so dass ich das mal so ein bisschen besser aufräumen kann, damit ich trotzdem alle meine Schätzchen da habe. Aber naja. Ich wäre ja nicht eure Chaos-Sunny, wenn das alles funktionieren würde. Ne? Wir wollen ja hier keine Gewohnheiten einreißen. So. Ich nehme dann erstmal den hier für ganz normal fürs Lied. Wie gesagt, ich will noch los, auch mit dem Hund, deswegen wird das jetzt nicht so dolle. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Oh, was ganz Tolles habe ich heute Morgen entdeckt. Ich habe, also Kellertreppchen hat ein neues Video online von ihren Geschenken. Und direkt darunter sehe ich eine Verlinkung zu dem Kanal ihrer Schwester, die hat wohl gerade angefangen. Ich werde ihn euch unten drunter verlinken, weil mir der Name nicht ganz... Make It Boho, glaube ich. Make It Boho müsste ihn... Naja, und die hat jetzt 3 Videos und eins davon habe ich mir angeguckt. Und zwar das, wo sie Goldfolienreste verschnippelt zu einem Bild. Und jetzt kann ich gleich in Euro-Shop fahren und mir Bilderrahmen und Lack und was weiß ich nicht alle kaufen, weil ich das unbedingt nachmachen möchte. Und ich habe also komplett zwei linke Hände, was Basteln angeht. Aber das sieht so schön aus, das möchte ich unbedingt haben. Ja, ich weiß nicht, wann ich das noch machen soll, aber ein Versuch ist es ja wert. So. So, jetzt haben wir es. Vorhin habe ich gestern Abend noch ein Video gesehen, da sagte sie dann, und jetzt nehmt ihr diesen Pinsel und legt ihn ganz weit weg, damit ihr nicht in die Versuchung kommt, ihn nochmal zu benutzen. Das fand ich auch total niedlich, da musste ich richtig lachen. Und mache jetzt auch das V, aber natürlich nicht so ausgeprägt, denn wie gesagt, ich will noch ansehen. Wollen wir verpuscheln. Ziehen wir rüber. Mit dem schönen hellen Ton oben drüber gehen. Ich denke mal, ihr seht jetzt gar keinen großen Unterschied. Ich muss ja, das weiß ich ja, für die Kamera normalerweise richtig auftragen. Aber das wäre jetzt echt nichts. Das wäre jetzt blöd. Ich kann euch aber sagen, dass es wirklich hübsche Farben sind. Ich muss euch ja mal so ein bisschen doof angucken, damit ihr das auch sehen könnt. Wegen halt dieser schlüpfrigen Geschichten. Und jetzt nehme ich den ganz dunklen noch. Der sieht nicht so hammerpigmentiert aus wie eben mit dem Dings. Den ziehe ich jetzt noch einmal hier oben drüber. Für unten drunter hätte ich gerne irgendwas Kräftigeres, weil... mir ist aufgefallen, ich trage ja sehr gerne Lidschatten unten drunter, als Lidstrich. Aber der ist immer ganz schnell wieder weg. Ich denke mal, ich bin noch geschminkt und unten drunter ist schon nichts mehr. Den wollte ich euch noch zeigen. Den habe ich mir aus der Feathered Fall LE geholt, einfach weil der so wunderschön ist. Der Catrice Liquid Eyeliner. Den ich auch tatsächlich schon mal benutzt habe, der eben auch in diesem faunen Blau ist. Ihr kennt viele Nagellacke in der Farbe und diese Nagellacke kommen jetzt auch gerade wieder alle komplett hoch. Wäre mir jetzt aber auch zu viel, wenn mir gleich am See einer gegenübersteht, der denkt auch, was hat die alte für einen Schuster. So, übrigens habe ich mich auch dazu entschlossen, den Pony zu tragen, weil man im Moment meine Stirnfalten nicht so sieht. Zu den Falten sei aber gesagt, da kaufe ich gleich wahrscheinlich noch was. Da mache ich dann nochmal ein Video zu und stelle euch was vor. Weil ich da eine Idee habe.
Und ja, hoffe mal, das wird. So, mein kleines Lieblingsbusch im Moment. Das Sweetheart 50 von Essence Sticky Touch Blush. Mit dem liegt man immer gut. So. Und ich habe doch immer rumgejammert, dass ich keine Verwendung für den Ebeling Concealer Pinsel habe. Wenn ich den jetzt nehme und nur einmal eindupfe und dann einmal dahin setze, dann habe ich genau das an Rouge, was ich haben möchte, womit ich leben kann. Perfekt. Also auch der hat jetzt seine Bestimmung gefunden. Ja, haben wir alles. Jetzt kommt noch das olle Mascara. Und noch irgendein. Ich kriege schon wieder Hals vom Sabbeln. Mann. Irgendwas für unten runter. Aber was nehme ich da denn los? Schon gerne was Dunkles. Nehmen wir den Eye Artist Kajal von Astor. Waterproof and Long Lasting Earth Shimmer. Ganz butterweich. Schön. Ich weiß auch noch nicht, was ich anziehen möchte gleich. Aber sowas müsste ja eigentlich immer passen. So, dann haben wir den auch. Ja, auf die Farbe bin ich gar nicht fixiert, ehrlich gesagt. Deswegen. Den Colossal habe ich jetzt auch ausprobiert. Inzwischen, wo ich ja die Kombination Buch Colossal Sonderpreis gekauft habe. Und einmal zwischendurch. Sorry. Käffchen am Morgen. Oder Cappuccino. Heute ist mein Käffchen. Ich kann euch nicht sagen, was mir daran nicht gefällt, aber irgendwas passt da nicht. Und das hier, wie gesagt, das trennt mir einfach zu, ja, das trennt mir zu sehr. Es klumpt eben nicht. Das ist ja das, was es sollte. Das ist das Bürstchen aus Gummi. Und schön angemalt. Betty, übrigens habe ich deinen Tipp angewandt und habe meine Augen geklappert gestern Morgen, weil ich ja noch gesagt habe, Mensch, das ist ja eine clevere Idee. Die Betty macht das so, die klimpert jetzt mit den Wimpern und hat dann auf die Art und Weise unten ihre Wimpern noch mit benetzt, mit dem überschüssigen Mascara. Habe ich gestern gemacht und konnte mir gleich alles unten runter wegkratzen. Ne? Also das war... Ihr seht, das ist also wirklich nur ganz minimal, was da jetzt passiert. Für jemanden, der natürliche Wimpern mag, ist die super. Gerade mit dem Arganöl drin oder Arganöl drin und sowas. Ich jetzt aber, die das jetzt nicht so, ne? Nehme meine verlässliche Miss Manga, die ich inzwischen über alles drüber klatsche. Ist immer noch die alte, wo ich gesagt habe, Mensch, so, ich weiß gar nicht so richtig, ob die noch gut, also ob die noch gut ist, ob die schon alle ist oder sowas. Aber dafür reicht die immer noch feste. Sie macht wirklich ein ernstes. Sie papst es und sie macht sie schwärzer. Und das ist das, was ich möchte. Und deswegen kommt sie da auch drüber. So. Seitdem Kellertreppchen und ich festgestellt haben, dass wir ein gutes und ein böse zu schminkendes Auge haben, versuche ich mich dem Auge immer genauso lange zu widmen wie dem hier auch. Und habe mal darauf geachtet, was ich hier anders mache als da. Ich ziehe es halt einfach so auch zu mir nach vorne weg. Und das habe ich da sonst immer nicht gemacht. Jetzt mache ich da einfach das doppelte Auge. Ich zeige euch einfach die Kolossal noch. Ich kann das andere ja noch mal rüber machen. Wo ist die gelbe, die gelbe, die gelbe? Ich wollte sie ja immer haben, weil ihr sie ja auch alle hattet. Die Smoky Eyes. Auch mit einer Megabürste, wie ich es ja so liebe. Allerdings in diesem Falle kein Gummi, sondern ganz normale Borsten. So. Und dann gehe ich wirklich auch in die Ecken rein und ziehe das dann hier. Ich ziehe es dann nicht so weg. Man kommt schnell in die Versuchung, das dann eben nach da wegzuziehen. Dann werden die natürlich auch nichts. Sondern ziehe sie auch so, wie ich es hier mache, nach vorne. Und dann sieht es wirklich ein bisschen besser aus. Finde ich. Ist ja immer alles Geschmackssache, wissen wir ja. So. Wer noch dranbleiben möchte, ich habe gleich noch vom Krammarkt. Ich war ja auf dem Handwerkermarkt noch ein paar Steinchen. Und einen Ring. Und ein paar Ohrringe habe ich auch noch da. Die habe ich aber bei C&A gekauft. Im Vorbeigehen, ich sage, boah, die muss ich haben. Überhaupt nicht mein Style normalerweise, aber die waren irgendwie so cool.
Und weil ich auch mit der nicht so glücklich bin, kommt da jetzt auch die Miss Manga drüber. Also die kristallisiert sich wirklich zu meinem Favoriten heraus, weil sie wirklich aus allem was macht. Aber ich finde schon fast, dass man sie gar nicht alleine tragen kann, dass sie sie wirklich am besten in Kombination macht oder man sie eben wirklich schichten muss. Bing, 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 bing. So geht's doch, ne? So haben wir's. So, dann kann ich direkt meine Kette ummachen für heute. Ich habe in Buchholz diesen Stein gekauft. Das ist ein Goschenit. Ein Goschenit ist aus der Familie der Berylle. Berylle mit Y. Und ist die weiße Varietät von einem Aquamarin, Smaragd und so weiter. Die kommen alle aus der Beryllgruppe. Und den liebe ich im Moment total, weil er eben einerseits aussieht wie ein Bergkristall. Zum anderen ist er innen drin irisierend. Wunderschön. Gibt es wohl auch nicht so häufig. Und leider kann ich euch das ja nicht so zeigen, aber es sieht innen drin so ein bisschen gebrochen aus. Ich wollte doch kürzlich mal diesen gecrashten Bergkristall haben. Und selbst das ist da drin so ein bisschen zu finden. Es ist wunderschön. Wirklich. Die Kette hatte ich noch. Ich will jetzt aber demnächst, ich habe einen kleinen Laden entdeckt, der auch Kurse anbietet, wie man sowas basteln kann, weil ich gerne solche Ketten selber basteln möchte, weil ich finde die einfach total schön für meine Steinchen. Ich mache den jetzt auch einmal um. Guckt unter rübe-zahl.de nach den Eigenschaften. Goschenit wird mit SH geschrieben. Ist wirklich, wirklich ganz toll. Wobei, den Goschenit hatten die, glaube ich, gar nicht, oder? Schreibt Goschenit hin, wenn es euch interessiert. Ganz tolle Eigenschaften, vor allen Dingen mutig und Disziplin und Konzentration ist ja alles wichtig für mich. Dann habe ich mal auf davanda.de, anders, Michaela Konrads hatte mal ein ganz tolles Perlenanhänger, Perlen, so ein geknüpftes Anhängerding selbst gemacht irgendwie, sagt total schön aus. Und sowas habe ich dann auch mehrfach nochmal bei eBay gesehen und beobachtet. Und dann habe ich was, also diese Perlen, ne, das ist jetzt vom Kunsthandwerker Markt gekauft, selbst gemacht, finde ich persönlich total zauberhaft. Aber ich werde diesen Kurs nicht belegen. Ich will wirklich nur wissen, wie diese Ketten gehen. Denn das ist mir, ihr könnt euch vorstellen, wie ich mit so einem Gefummel da sitze. Das will ich nicht. Aber den finde ich toll, der glitzert schön, der hat schöne, ne? Der musste mit. Aber was ich euch eben eigentlich erzählen wollte, also das ist die Machart dieser Anhänger eigentlich. Aber so ein bisschen ausgesehen hat es so. Diese Kette hatte ich auch noch. Das sind aufgefädelte kleine schwarze Perlen. Und das hier, das ist ein, ja eigentlich ein Augenachat. Ihr seht außenrum einen Amethysten und innen drin ist ein Achat. Das Ganze ist dann galvanisiert, also in Scheiben geschnitten und galvanisiert. Ihr kennt doch diese Amethystdrusen, diese richtig schönen großen Dinger. Und da kommen doch die Stalagmiten von unten nach oben, Stalaktiten hängen in die Tiefe, also die Stalagmiten hoch. Und manche von denen bestehen also nicht nur aus Amethyst, sondern haben in der Mitte diesen Achatkern und dann werden die in Scheiben geschnitten. Und in diesem Falle ist es dann eben galvanisiert worden, das heißt, diese silberne Schicht ist rundherum gekommen. Und das, ganz ehrlich, das musste ich einfach haben. Weil das war am ersten Tag von dem Krammarkt und ich hatte mir noch gedacht, geh mal am ersten Tag hin, da sind noch die schönsten Sachen da. Und da habe ich einen Moment länger überlegt, weil der auch nicht billig war. Aber der Typ verkauft sonst nicht, der verkauft nur auf diesem einen Markt. Und da habe ich gedacht, okay, wäre ja Blödsinn, ne? Bei dem habe ich im letzten Jahr auch meinen Moldavit gekauft. So, und dann habe ich bei dem Mädel, das hier um die Ecke einen Verkauf hat, Betty, da wo wir immer hinwollen, ein Labradoriten gekauft. Ein Labradorit ist besonders kostbar, je mehr Blau man sieht. Und ihr seht sehr schön, dass der hier wirklich am Funkeln ist. Er ist auch recht groß. Passt, wie ich finde, aber ganz gut zu mir. Und ich finde den echt klasse. Also ich habe noch so einen kleinen Crazy Lace Achat. Ups. Gekauft. Ein Granat habe ich noch gekauft. Der auch Feuer hat, da konnte man auch Feuer sehen. Und noch ein oder zwei Sachen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber das waren jetzt die, die mir eben so in die Hände gefallen sind.
Ganz, ganz große Klasse. Wie gesagt, Labradorit. Schaut einmal nach. Guckt euch mal das Blau an. Könnt ihr das sehen? Das ist der Hammer. Ich habe schon Labradorit. Das war einer meiner ersten Kettenanhänger. Aber der sieht mehr aus wie so ein durchgekautes Kaugummi. Und da kann man auch den blauen Schimmer ganz schlecht nur sehen. Er war aus Bremerhaven damals. Habe ich von meinen Eltern bekommen. Weil ich einen Labradorit gerne haben wollte. Und da haben die sich dann einen geben lassen, der angeblich gut war. Aber wahrscheinlich hat der... Ja, weiß ich nicht. Jedenfalls wollte ich den immer nicht so gerne tragen irgendwie, obwohl ich auf Labradorit stehe. Und ja, jetzt habe ich den und finde den wunderschön. Und die beiden Ohrringe, die ich bei C&A gesehen habe, in dem einen Einkaufscenter, weil wir noch Zeit hatten. Ich sage, da muss ich einmal kurz rein. Das waren die hier. Die fand ich so witzig. Die mache ich einmal rein, dann seht ihr die auch. Ich kann sie wirklich zu kaum was tragen, aber ich fand die witzig. Das war wirklich so ein blöder Spontankauf. Aber naja, hatte sie auch schon in dem einen Video an. Da hat aber keiner was zu gesagt. Sonst sagt ja schon mal jemand irgendwie bei anderen Mädels im Video, oh, deine Ohrringe sind ja süß oder sowas. Hat bei mir keiner was zu gesagt. Also vermute ich einfach mal, ihr findet die auch nicht so dolle. Das war ja auch nicht. Ich fand sie ja in dem Moment ganz große Klasse. Ja. Und das war es dann eigentlich. Soweit, wie ich das sehe. Da habe ich noch eine Lidschattenpalette gekauft. Moment. Die kann ich euch jetzt aber auch nicht zeigen. Die war aus Müller. Au, 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 au. So. Da ist der Pony wieder. Gleich noch ein bisschen zurechtzuppeln und so. Ihr wisst ja, meine Wirbel, die macht es mir auch nicht einfacher. Aber die Falten sind halt nicht mehr da, ne? Oder die Linien oder wie auch immer wir den jetzt nennen wollen. Das war noch die... Kann ich da eigentlich mal auspacken? Die Lidschattenpalette. Schuss. Ach, die ist nochmal extra eingepackt. Gut, dann zeige ich sie euch jetzt nicht. Ach doch, das ist nur so drüber. So. Also extra nochmal ganz schick gemacht. Wirklich schön aufgemacht. Und da ist das dann auch nochmal drüber. Also da könnt ihr Smokey Eyes in sämtlichen Variationen ausprobieren. Da ist sogar ein Pinselchen mit bei. Ja, ist ein Pinselchen mit bei. Alles große Klasse. Das sind 5x Lidschatten A 60 Gramm und 10x Lidschatten A 0 30 Gramm. Ich muss auch jetzt langsam aufhören, weil ich kaum noch Speicherkapazität habe. Der Akku war auch gerade leer. So, also 5x praktisch das Ganze und 3x die Einzelnen und so weiter. Ne? Irgendwie so werden die das wohl meinen. Ich weiß es nicht. Man kann auch jedenfalls nicht noch was ausziehen oder sowas. So, das war's. Ich werde mir jetzt ein Lebkuchenlicht anmachen, meinen Kaffee zu Ende trinken, das zu Ende laden. Noch ein bisschen Büro gerade, sonst darf ich nicht aus dem Haus. Und dann geht's ab zum See, ab zu Müller wollte ich noch, ne? Zu DM. Und dann bin ich wieder da. Und dann erzähle ich euch, wenn ich das kriege, was ich haben möchte, darüber was. Über das, was ich da dann kaufen werde. So, das war es jetzt erstmal. Alles wieder mal ein bisschen konfus. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich hoffe, es gibt jetzt wieder öfter was von mir. Und ja, würde mich über Kommentare freuen. Schaut bei den anderen Mädels rein in dem Video mit den über 40 Leuten. Wobei ich glaube, dass ihr das eigentlich alle gesehen habt. Da sind echt viele zusammengekommen. Ihr könnt da ruhig hin und wieder mal wieder gucken. Ich schreibe immer wieder neue, also wenn ich neue Informationen kriege, neue Links in die Infobox und ja. Ihr Liebelein, so ein Pony macht ja doch ein bisschen wärmer, ne? Aber er lässt auch den kompletten Lidschatten jetzt verschwinden. Und das ist mir auch unten drunter zu wenig, da mache ich jetzt noch was Dickes drunter und dann hier mein absoluter Liebling, Master Drama. Oh, ich mag den schon nicht weiter benutzen, weil ich den nicht neu kaufen möchte, weil er 8 Euro kostet. In Braun, der ist so schön. Und am besten jetzt noch einmal mit Lidschatten rüber, um diesen Fettanteil zu neutralisieren in dem Kajal. Es ist so, als ob ihr euer Gesicht abpudert. Das macht ihr ja auch, weil ja Fett auf dem Gesicht ist.
Und der Kajalstift enthält Fett. Und das könnt ihr dann abpudern, praktisch mit dem Kajal, Quatsch, mit dem Lidschatten. Und dann hält es länger. So. Toll, die Theorie kann ich aber immer. Aber warum mache ich das dann nie, ne? Könnte ich jetzt auch direkt machen, mache ich aber nicht. Trink jetzt Kaffee. Ich wünsche euch was. Tschüss.